Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Ich spiele heute wieder eine Runde Planets Battlegrounds und ich bin heute mal wieder alleine hier am Schlüssel. Wo landen wir denn, Freunde? Ich weiß es noch nicht so genau. Sollen wir Severny probieren? Komm, wir probieren mal Severny und gucken mal, was da so los ist. Da waren wir ja schon länger nicht mehr in Severny. Von daher können wir das mal auschecken. Bin auch heute extra auf dem EU-Server gejoint. Das hat noch funktioniert. Und da muss man mal schauen, wie das jetzt hier so läuft. Uiuiui. Einer landet weiter hinten. Shooting Range ist was los. Bei mir aber nichts. So wie es aussah erstmal. Aber vielleicht kommen die natürlich gleich von der Shooting Range dann an. Man darf gespannt sein. Man merkt direkt, dass man auf dem EU-Server ist. Woran? Die Türen gehen direkt auf, Freunde, wenn man drückt. Polizeiweste, Motorradhelm. Loot ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen am Start. Noch nicht genug natürlich, aber ein bisschen. Oh. Die schießen schon da hinten mit Schalli. Habe ich das richtig gehört? Beziehungsweise nicht gehört? Läuft bei denen. Rucksack. Ich habe halt bisher nur die Splittergranate als Waffe. Nehmen wir mal die Piste. Oh, Schrotzer. Das gefällt mir schon besser. Und ein Zweifachsucher lag da, glaube ich, ne? Ah, das ist die zwei... Ne, die 5-Schuss-Schrotze. Ich dachte schon. Ich würde jetzt gerne schon zur Kirche, damit ich da das Loot mitnehmen kann. Weil da immer geiles Loot normalerweise ist. Habe ich jetzt das Rotpunkt? Ah, das habe ich auf die Piste. Ich dachte kurz, ich habe es weggeschmissen. Packen wir es mal wieder erstmal ins Inventar. Passt schon so. Wir sind übrigens nicht safe, aber ganz knapp nur. Also echt marginal, dass wir nicht safe sind. Oh, eine Pfanne. Sonst aber zumindest auf den Tischen nichts, was ich gebrauchen kann. Auf der Kirche vielleicht oder in der Kirche. Was lag da? Ach, eine Schrotze. Piste. Sprit. S12K. Jetzt nichts, wo ich in Jubelstürme ausbreche, ihr merkt es schon. Gucken wir mal hier unten, ne? Piste. Na, die Bodenplatte sah irgendwie komisch aus. Mantel, Rucksack, Mündungsfeuerdämpfer für eine MP. Nur Kacke, die wir nicht gebrauchen können. Holo, Schnellwechsel. Den Mündungsfeuerdämpfer nehmen wir aber trotzdem mal mit, weil der ist für die AR. Oh, sorry, immer noch husten. Von daher können wir den vielleicht doch gebrauchen. Wir gehen jetzt mal hier als erstes in das Café. Durch den Hintereingang, Freunde. Oh, hier liegt doch direkt was. Oh, Vielversuch, ne? Ja. Hat sich schon gelohnt, der Cafébesuch, obwohl wir nicht mal drin waren. Maschinenpistole, naja. Da geht Besseres, Freunde. Aber solange wir das Bessere noch nicht haben, müssen wir uns halt erstmal damit begnügen. Ich habe letztens noch gesagt, die sollen das Loot mal eher auf so Tische und so legen und zack. Ich glaube, da lag das schon immer eher auf den Tischen. Noch ein Energy, nice. MP, weiß ich nicht. Ich suche halt eine AR eigentlich, ne? Eigentlich suche ich eine AR. Oh, hier komme ich wieder nicht drüber. Da hätte ich auch einfach rauslaufen können jetzt. Egal. Die Häuser hier sind immer super, finde ich, weil man sieht direkt, ob Loot da ist oder nicht. Ah. Ich dachte kurz, da liegt noch ein Schalli daneben. Das wäre es natürlich gewesen. Vierfachsucher. Mündungsfeuerdämpfer. Nachladen wäre auch gut. Und dann sind wir da schon gar nicht so schlecht ausgestattet, würde ich sagen.
Ich hatte schon Befürchtungen, dass das wieder so eine Kackrunde wird. Aber jetzt sind die Befürchtungen erstmal weg, würde ich sagen. Jetzt habe ich andere Befürchtungen. Energy, nice. Wie viel Energy und Schmerzmittel habe ich schon? 10 Stück? Krass. Unnormal krass. Bisschen am Räuspern hier. Eine Blendgranate können wir auch mal mitnehmen, ne? Kostet ja nichts außer ein bisschen Platz. Da brauchen wir nichts. Oh, noch ein Energy. Haben wir noch keinen? Heute werden wir mit Energies zugeschissen. Schau mal, der nächste. Da ich den Satz noch nicht beendet habe, finde ich den anderen schon, ne? Krass. Oh! Die nehmen wir auch, ne? So eine schöne Sanitasche kann man immer mal gebrauchen. Und fast unter Garantie werden wir sie benutzen. Ohoho, Freunde! Jetzt fängt's an Spaß zu machen. Jetzt fängt die Runde an Spaß zu machen. Also mit dem Equip, was wir haben, ne? Bisschen wenig Schuss, aber sonst sind wir super equipped. Also das muss man einfach sagen. So gut waren wir lange nicht equipped. Also ich kann mich nicht erinnern, ob wir überhaupt jemals so gut equipped waren. Charlie, Vierfachsucher, 35 Energies geführt. Ja, 13 Drinks sind es mittlerweile. Wie nennt man die noch? Oh, ich habe den Namen gerade vergessen. Das ist irgend so ein Easy-Wort, wie man die auch nennen kann. Aber ich habe es echt vergessen. Krass, ne? Oh, noch ein Schmerzmittel, weil es so schön ist. Und wir haben nur Rucksackstufe 1, was wir da alles drin haben mittlerweile, ne? Alter Schwede, nur halt kaum Moon. Beziehungsweise gar keine Moon eigentlich, da liegt noch ein Energy, ne? Also Schmerzmittel. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Eine AKM wird hier auch noch liegen, mit Kompensator direkt. Eigentlich haben wir genug gelootet, ne? Schon mal ins Auto zerschossen. Weil wir nehmen es nicht und damit es auch kein anderer nimmt. Eieiei, Freunde. Also vom Equipment her 1A. Muss ich einfach sagen, klar, bessere Weste geht, besserer Helm geht. Und besserer Rucksack, aber so Waffen-Equipment, sag ich mal. Super. Also wirklich. Und beim Rest muss man halt jetzt gucken, dass wir Leute killen, dass wir da auch besser vorankommen. Und dann easy peasy, Freunde. Ja. So, jetzt erstmal ein bisschen mittiger in die Safe Zone. Oh Gott, Georgopol ist genau mittig. Oh, ja. Immer mal so ein bisschen gucken, ob man irgendwo was sieht, weil wir haben Shaddy. Uns kann quasi nicht viel passieren. Ja, uns kann was passieren, aber in der Regel sehen die anderen uns nicht sofort. Ah, das ist ein Busch. Okay. Eieiei, Freunde. Eieiei, da müssen wir jetzt mal Gas geben. Heute ist ja schon Freitag bei euch, ne? Bei mir ist gerade noch Donnerstag. Wenn ihr die Folge hier guckt, habe ich wahrscheinlich fast schon Feierabend, eine Stunde noch. Wenn ihr die. Ne, 2 Stunden noch. Wenn ihr die direkt um 15 Uhr guckt. Das wäre schön, ey. 15 Uhr Feierabend. Kann der Chef eigentlich auch mal sagen. Mache ja derzeit ein Praktikum. Und ja. Da muss ich halt normal immer bis 17 Uhr und auch freitags leider. Aber naja, so ist das Leben halt, ne?
Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem, sagt man ja immer. Ob das so stimmt, ich weiß es nicht. So, 43 noch am Leben, also 42 Gegner noch. Ich würde jetzt gerne mal sogar jemanden sehen, den ich auch sehe als Erster und nicht er mich vorher sieht. Damit ich den halt mit meinem Schalli schön einen mitgeben kann. Schalli und Vierfachsuche. Ist echt eine Imber-Kombo eigentlich. Hier werfe ich mal den Rest weg. Brauche ich nämlich nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das ist natürlich auch immer 15 Drinks, Freunde. Das ist auch krass. Mir fällt das Wort gerade echt nicht ein, was man dafür auch benutzt. Schmerzmittel. Painkiller. Nee, das ist das englische Wort für Schmerzmittel. Ich weiß es nicht. Buffs oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 15 Drinks am Start, die ich mir reinziehen kann. Und dann noch 3 Erste-Hilfe-Koffer, eine Sanitätstasche. Also eigentlich bin ich voll equipped, kann man so sagen. Außer, dass ich halt ein bisschen wenig Polizeiweste und Damn auch noch Stufe 2 ist und Rucksack natürlich nur Stufe 1. Aber ich würde es jetzt auch gar nicht groß drauf anlegen, noch geileres Loot zu kriegen. Ich will eher mit dem Loot jetzt erfolgreich sein erstmal. Wenn ich dann natürlich mal am Baum neben einem stehe und den hole, dann nehme ich auch das Loot von dem. Gar keine Frage. Aber ich lege es jetzt nicht drauf an, das Loot zu bekommen. Außer ich verballere noch mehr Schuss. Weil ich habe nur 87 Schuss. Das ist natürlich ein bisschen wenig, Freunde. Das sehe auch ich so. Oh, neue Karte ist da. Georgepol. Das zieht sich komplett um Georgepol rum. Da rechts ist ein Motorrad. Jetzt ist die Frage, wo ist der hingefahren? Ist da vorne was? Nee, der ist wahrscheinlich schon hier hingefahren. Alles nur Büschel hier. Also den ersten Gegner zumindest schon mal gesehen. Jetzt ist halt die Frage, wo ist er hin, ne? Wo ist er hin, Freunde? Zieht sich das oben oder unten zu? Das ist dann die nächste Frage. Ich glaube ja eher oben, aber müssen wir mal schauen. Man sieht hier natürlich so super viel. Also der Typ mit dem Motorrad war nicht hier. Wo ist er hingefahren? Da steht ein Buggy. Zwei sind außerhalb des Spielbereichs gestorben. Wahrscheinlich mal wieder AFKler. Ich weiß gar nicht, wie schnell sterben die immer. Hier ist auch keiner dran. Ist da irgendwo einer? Da hinten fährt ein Auto. Muss, glaube ich, höher ziehen. Jetzt habe ich den ersten getroffen. Er wollte nicht sterben. Der schießt auf mich. Okay, das war schon mal knapp. Schüsse auch hinter mir. Wo
Und wo hat er da geschossen? Ah, da oben! Nee, das war ein Busch. Oder? Wo hat er gerade wieder geschossen, Freunde? Ich würde halt gerne das Loot da hinten haben, weil ich echt keinen Moon mehr habe eigentlich. Okay, der wirft den hier nicht ab. Ich dachte kurz, da, dass da wäre ein Gegner. Aber ist es nicht. Ich komme nicht weg. Nein, ich komme nicht weg. Undertaker holt mich, Freunde. Oh, wie ärgerlich. Ich habe das super Loot und mache dann sowas Dummes. Warum mache ich das? Oh, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.